Hallo Leute und willkommen zurück zu The Walking Dead. Michonne im nächsten Kapitel, Gewehre kein Obdach. Wir sind auf dem Weg mit Sam und ich musste leider jetzt nochmal zurückspulen, weil ich den ganzen Part nochmal spielen muss. Leider, das heißt, ich weiß schon ein bisschen, was kommt. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich nehme das jetzt nochmal auf, weil die Datei danach fehlerhaft war, beziehungsweise nicht mehr abspielbar. Weil schon wieder das mit dem Wackelkontakt mit dem Ton war und ich habe das jetzt endlich mal umgeändert und den Stecker einfach mal komplett nach hinten verfrachtet und andere Stecker rausgenommen, weil ich gar nicht so viel Platz immer in meinem Computer mehr habe und ja, hoffe, dass das jetzt nicht mehr passiert, dass irgendwelche Fehler oder Töne oder sonst irgendwas die Aufnahmen unterbrechen. Manchmal hat man ja doch in letzter Zeit immer mal den USB-Sound gehört oder wie gesagt, der Ton war weg oder. Das will ich alles nicht, dass das passiert. Deswegen jetzt weiterhin viel Spaß und zurück zu Sam und Michonne. My house is up ahead. We're not far. I found Norma's place a while back, when it was just a couple of boats anchored to a pier. They had some supplies just sitting out, and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. Dann hast du wieder gestohlen? Was hast du gestohlen? Warum hat Norma dich gehen lassen? Why'd she let you go? She took pity on me. I told her my family was starving, and that was enough. It's like you used up all the pity she's got. This last time, I thought we could just hide this stuff on the ferry. But Greg, he didn't think it was safe. I should have listened. I'm dizzy. Sie geht's richtig schlecht. Sie verlort. Verlort. Sie verlort auch ganz viel Blut. A clear path. You're not looking so good. I feel even worse. Talking helps. Dann schnacken wir mal. Ist dein Haus sicher? Wie ist denn deine Familie so? Worüber sollen wir reden? Your family. What are they like? Dad was a lawyer. So I never went any arguments with him. My brothers James and Alex. They look up to Greg so much. They're gonna be destroyed. Jetzt wird es langsam eng mit denen hier. Aber Michonne macht das schon. Stick close. It's too dangerous out here. Dad was right. He said none of us should leave the house. Walkers are trouble. People are worse. Du kanntest das Risiko, denk nicht drüber nach, es war nicht deine Schuld. It wasn't your fault. What happened to Greg? That's not what he's gonna think. We'll help him understand, sir. Sometimes you can't make good out of a bad situation. I don't know. How am I supposed to tell my dad about Greg? Lass mich das machen. Dir wird schon etwas einfallen. Sag ihm die Wahrheit. Let me handle it. I'll tell him. Thanks, Michonne.
Wir unterstützen sie einfach mal, habe ich so gedacht. Außerdem wissen wir auch gar nicht, ob sie es schafft zu reden, weil die klappt ja jetzt schon zusammen. Wow. Sogar rückwärts. So, boah, sie ist auch so stark, ne, Michonne? Da gibt es Fallen. Was immer sehr klug ist, finde ich, wenn so die Häuser sowas auch haben. Ich hoffe, die helfen jetzt. Achso, muss gehen, ja, gut. Dann schnell, schnell. Ja, weiter, weiter. Der ist schon mal hängen geblieben, das ist gut. Aber es folgen uns immer noch ganz schön viele. Also ein paar mehr Fallen aufstellen wäre vielleicht nicht schlecht. Almost there, Sam. Almost home. Sie verliert so viel Blut. Don't fucking move. Not one more step. Whoa, 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 whoa. We're not gonna hurt you. We just want to help this girl. Sam, is she dead? Did you kill her? Answer me. Nimm die Waffe runter. Ich habe sie nicht angeschossen. Sam ist nicht tot. Sam's still alive, but she won't be for long unless you let us in. Michonne. Sam? Maybe you shot her. Jetzt lass uns rein, Mann. Das regt mich voll auf, dass sie da steht. Und rumsabbelt. Sam hat mir vertraut, sie braucht Hilfe. Na los, verdammt. The longer you talk, the more blood she loses. God damn it. Fine. Get her in. Ja, oh, ich bin so wütend. Jetzt wird mir einer von meinen Leuten auch noch gebracht, verletzt. Boah, geht gar nicht. Was ist das denn für einer? So, es darf mich schon jetzt auch noch wahrscheinlich machen. Die macht ja eh alles hier. Ja. Weiß ich nicht. Also wenn mir jemand da so meinen jemanden bringt, dann wird er wohl den nicht bringen und da blutend rumschleppen, weil er irgendwie mich jetzt töten will, oder? Ich meine, das wäre schon eine ziemlich fiese Falle, klar, aber prinzipiell ein, zwei Sätze würden mir erstmal reichen, so, weil... James, Alex, get back! Your sister's hurt. What's wrong with her? She's bleeding. Hol Hilfe, okay? Wir finden sie wieder zusammen. Sam wurde angeschossen. This is bad. This is really, really bad. I need you to find help, okay? Okay. Dad! Dad! What's your name? It's James. Okay, James. You got a first aid kit? Kind of. Get it. Fast. Ja, am besten gucken wir alle noch ein bisschen länger zu, wie das Blut da so rauskommt. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, das könnte jetzt etwas wehtun. Desinfiziere die Wunde, gib Sam den Alkohol zu trinken. Just focus on this. I need to clean the wound. Sam! Is the bullet still in there? Didn't punch through. We gotta get it out, right? There's too much blood. Was nehmen wir jetzt? You're gonna have to use this. Den Sauger. Wegen dem ganzen Blut. Da kann die andere helfen und wir nehmen die Zange. Yay, das wird jetzt ein Riesenspaß. I'll hold her down. Boah, das ist so krass. Halten und ziehen, um die Wunde zu öffnen.
Schön. Oh, das ist ekelhaft. Da ist sie. So, und jetzt holen wir uns die Kugel. Ein Riesenloch. Oh, Emmy schon denkt sich, dieses Loch ist zu groß. Das muss zugemacht werden. Not gonna lie. This is gonna really fucking hurt. Hold her down. You too. We got her. Oh, da zieht sich in mir alles zusammen. Die Arme. Get away from her. John. What are you doing to my daughter? Saving her life. Hilf oder verschwinde. Fast fertig. Möchtest du das du lieber tun? You're going to kill her. Not now. Help or get out. James, let me. Okay, Papa hilft, also schon mal gut. Klare Ansage. Oh, und die Arme muss jetzt nochmal durch. Und ich kann nur sagen, was ich in der letzten Aufnahme gesagt habe, was ihr jetzt leider nicht wisst. Ich hoffe, sie wird ohnmächtig. Also ich hoffe einfach, dass sie eigentlich diesen Schmerz nicht ertragen muss. Und da ist sie auch bewusstlos geworden. Das war zu viel und das war auch zu viel. Also es sind wahnsinnig große Schmerzen sicherlich. Ich kann nichts versprechen. Ich habe die Blutung gestoppt. Wir haben unser Bestes gegeben. Tell me, what happened? Gibst du etwa mir die Schuld? Ich habe sie hergetragen. Sie wurde statt mir angeschossen. I saved Sam. Carried her through a walker-infested forest back to you. When Sam wakes up, we'll see what really happened. Look at me. I don't know who the hell you are, but... Dad! Dad? Where is Greg? Oh je, und die Jungs schauen doch so zu ihm Greg auf. Es tut mir so leid, er hat es nicht geschafft, das sollte Sam euch sagen. Greg didn't make it. No. Ich finde es aber gut, dass sie es gesagt hat. It's okay, boys. Weil sie es auch versprochen hat. It's okay. Und vielleicht auch, weil sie eine neutrale Person ist. Und nicht halt die Tochter, der man dann jetzt irgendwie die Schuld geben kann direkt, sondern Michonne, die man halt gar nicht kennt. Und Michonne ist damit raus und Sam auch. So, das. Jetzt ist da dieser Teddy wieder. Der Teddy wie bei ihren Kindern. Und jetzt können wir uns das Spielzeug ansehen und haben bestimmt wieder ein Flashback, ne? Ja. Okay, wir sind wieder zurück in der Vergangenheit. Die Frage ist, was ist mit den Kindern von mir schon passiert? Elodie? Colette und Elodie, sehr schöne Namen, finde ich. You girls in here? Bisher hatte man nicht hinter die Tür schauen können. Suche nach Hinweisen dafür, was deinen Töchtern passiert ist.
Elodie. Okay, das ist das Zimmer, aber wo sind die Mädels? Colette. Aha. Kinder haben gemalt an Bildern. Vielleicht, um sich auch zu beschäftigen. Also... irgendwie ist ja schon die Apokalypse ausgebrochen. Was machen also die zwei Mädels? Sie malen halt, bleiben zu Hause. Aber trotzdem sind die Walker reingekommen in die Wohnung. Und Mama konnte nichts anderes machen als kämpfen. Aber die Mädels sind hier durch die Gegend gelaufen. Wo sind sie hin? Ist in deren Zimmer was passiert? Wahrscheinlich schon. Da ist ein Schlafzimmer. Girls? Vielleicht sind sie da drinne. You in here? Seid ihr hier? Oha. Ich gehe mal erstmal hier und guck hier. Vielleicht sind sie ja in Mamas Schlafzimmer gelaufen. Weil die Farbtöpfe und das alles sind ja doch umgeschmissen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die irgendwie entführt wurden oder so. Dass es nicht mal nur ein Walker war, vor dem die Angst hatten, sondern dass jemand gekommen ist. Nein. Nichts. Ja, Mama macht sich bestimmt Sorgen. Was ist das? Was Blut ist das? Wie, wessen Blut ist das? Also hier war dann tatsächlich jemand, oder? Irgendwas ist doch hier passiert. Wie unheimlich. Wenn da auf einmal die Kinder weg sind. Ging es dann nicht sogar noch rüber? Nee, das war nur ein Schrank. Okay. Tja, was machen wir dann? Wo könnten die Kinder sein? Das sieht so krass aus hier. Also gut krass aus, aber halt apokalyptisch, was da draußen halt passiert, gerade vorm Fenster. Noch hört man ja auch die Polizei, Hubschrauber, dies, das, noch brennt alles. Also es ist gerade erst passiert alles. Wieder die Bilder von den Kindern. Dinner. No one ate anything, though. Okay. Da können wir auch nichts machen. Oh oh. Das Telefon klingelt. Ich gehe einfach mal ans Telefon, obwohl es mich natürlich brennend interessiert, wer da draußen ist, aber ich gehe mal ans Telefon. Nein, ich bin hier allein. Ich suche nach ihnen. Etwas Schlimmes ist passiert. Something bad happened here. There's blood everywhere. What? I talked to Dominic earlier, but there was screaming. Christ, it was horrible. I don't know if it was him or who, but God, Michonne, he sounded so scared. The girls too. Christ, it's crying. Was hat er gesagt?
Wo hat er sie hingebracht? Wieso hat er nicht angerufen? Donna, what did he say? He said something about a bike. That is, yeah, that his neighbor was bitten. Dominic tried to bandage him up, but his neighbor attacked him. We have to find them. They could be anywhere. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich komme zu dir. Ich werde weitersuchen. What do we do? I'm gonna keep searching here. Leg auf, hör weiter zu, Donna. Du musst da raus. Donna, Donna, get out of there now! Donna! Who's Donna? Did you say Donna? Das geht dich nichts an. Ich schwelge nur in Erinnerung. Das tue ich manchmal. I do that sometimes. Hey, I get that. These days we're all a bit off. John, he went to talk to the kids, make sure they're all right, while I watched over you. Sorry about this. Du bist jetzt also meine Babysitterin. Wie geht es den Kindern? Wofür brauchst du das Gewehr? Are the kids holding up? I don't know. Can't be good. Their brother's dead, sister's shot. I mean, fuck, right? So, yeah, this is where I apologize for almost shooting you. Emphasis on nichts für ungut, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Du hättest uns fast umgebracht. Doesn't matter now. No, I guess not. If it makes you feel any better, I'm not a great shot. That patch of dirt, his mom's buried there. A year or so back, she just... Das finde ich so krass, wie sie das so darstellt. So, ach ja. Not in the head. Hat sich die Kugel gegeben. Something with her heart. Dafür, dass es halt so krass ist, dafür, dass es halt so schlimm ist, finde ich, könnte man es halt auch anders sagen. Aber gut. Die armen Kinder, ich habe dasselbe versucht. Man muss einfach weiterkämpfen. I never understood that. Those poor children. John told them she died in her sleep. Tried to spare them. Not that it helped much. Ja, naja, schon. If it wasn't for Sam? Ein bisschen, zumindest. I'm here, Sam. Hey, don't move, okay? Don't move. Sam, no. Michonne, we have to help him. You're too weak. Schlaf weiter. Greg ist tot, du halluzinierst. I need to help him. You're hallucinating, Sam. Greg isn't here, okay? Sam. I know John can make a strong first impression, but he's what's keeping this entire family from being buried out there. Das habe ich nie angezweifelt. You gotta fight like hell for what you care about, right? Ja, die Antwort darauf geben wir im nächsten Part von The Walking Dead, Michonne. Habe ich nie angezweifelt oder Michonne hat es nie angezweifelt, glaube ich, dass der Vater jetzt irgendwie nicht hilfreich wäre.
die wird ja selber als scheinbar alleinerziehende Mutter mit zwei Mädels irgendwie wissen, wie schwer es ist, sich um alles zu kümmern. Und da ist man ja froh, wenn die Leute irgendwie ja eine Waffe anpacken und wissen, was sie zu tun haben und helfen wollen. Da ist der Ton dann auch nicht mehr so wichtig wie das, was man dann tut, finde ich. Aber okay. Ich weiß nicht so richtig, was ich von ihr halten soll. Ich bin da ein bisschen misstrauisch. Sie ist schon wieder so ein Zwischencharakter für mich. So ein Mischmasch-Ding zwischen, sie will eigentlich nur Gutes und zeigt halt die anderen Argumente auf. Tut aber vielleicht genau das Gegenteil. Oder ich weiß nicht. Also im Moment bin ich noch nicht so ganz mit ihr Best Friends. Ist mir nicht ganz so sympathisch. Da sind mir tatsächlich Charakter so lieber, die ganz offensichtlich böse sind. Oder halt, wo man ganz genau weiß, die würden einem nie helfen oder so. Als die, die dann halt sagen, die wollen einem helfen, dann tun sie es nicht. Ich ist halt, ihr wisst, Walking Dead-Logik halt, da muss man immer schwierige Entscheidungen treffen. Bin gespannt, wie es weitergeht, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.